Eva, Gilbert. Hey, Evo. Ich erzählte dem Etteling gerade, dass Thor heute mit uns ist. Der Sieg ist uns sicher. Also, wie lautet dein Plan? In diesem Nest hat Ynir das Kommando. Also zeigen wir den Leuten mal, was passiert, wenn sich ein Dorf den Bretonen beugt. Wir legen es in Schutt und Asche und schneiden Ynir die Kehle durch. Oder, mein Junge? Ich will aufrecht kämpfen, nicht grausam. Das Aufschlitzen von Kehlen überlasse ich dir. Die Flammen werden Rodris Herz für den Frieden erwärmen. Ynir ist momentan nicht so wichtig. Frieden ist was für Säuglinge, aber wie du meinst. Oh, mein Blut kocht. Lasst uns angreifen und eine Spur blutiger Asche hinterlassen. Wenn wir leise vorgehen, gewinnen wir mehr Zeit. Pah, ich ziehe Raserei und Gebrüll vor, aber wie du meinst. Dann brennen wir alles nieder. Wir lassen keinen Stein auf dem anderen. Komm, Cheolbert, der Kampf geht los. Lass die sächsischen Bewohner fliehen, Eva. Nur die Bretonen verdienen unseren Zorn. Thor donnert für uns! Yeah! Yeah. So, der leise Weg. Mal gucken, ob wir das schaffen, da reinzuschleichen. Ah, wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Wir können die auch immer noch so umhauen. Jetzt wirft er zum Beispiel auch nicht. So. Manchmal habe ich aber auch zu viele Tasten gedrückt, ne? Also vorwärts laufen, schnell gehen und. Da hinten muss noch ein Haus sein. So. Eins. Ich glaube, wir brauchen nur noch das da. Soldaten ich hier erledige, desto weniger Männer hat Rodri. Okay. Jetzt müssen wir kämpfen. Frage ist, wo sind überhaupt die Gegner hier? Da ist einer. Da hinten sind die alle. Eieiei. Da kommt mir mal auf zu schleichen. Jetzt gibt's aufs Maul. Ja.
Zack. Gut, der fällt auch direkt um. Beide Beine. Alter Schwede. Die Finisher sind teilweise echt hart. Was, ey, beide Beine mal so abgehackt. Mit der Zweihand-Axt. So. Evo, da kommt Ynir. Aufgewühlt wie die See im Winter. Ynir? Wo denn? Da hinten. Schläfrige Schweine! Ich reiße dir die Zunge aus dem Hals, damit du endlich die Klappe hältst! Jawohl! So viel zu Ynir. Ah, das waren alle. Dann sehen wir uns unsere Handarbeit mal näher an. Kommt man hier rein? Ja. Eine Truhe. Man kann theoretisch alle Häuser plündern hier. Okay, da steht nicht mehr viel. Was wollte ich sagen? Ah, das waren alle. Dann sehen wir uns unsere Handarbeit mal näher an, Theolbert. Komm mit, Eivor. Ja, mache ich. Du musst nur losgehen. Oder muss ich... Ah. Evo, hast du Theolbert kämpfen sehen? Der besteht nur noch aus Eiern. Ich bin dankbar für den Sieg und bitte um Vergebung für die Toten. Oh, Theolbert, dein Gott langweilt mich zu Tode. Lach doch mal, wir haben gesiegt. Und ich hatte keine Freude dabei, Ivar. Evo und ich sind hierfür gemacht, Bursche. Schwertgesang, Blutnebel, zermalmte Knochen und zerborstene Zähne. Eine Schlacht zu überleben, ist wie neu geboren zu werden, samt Blut und Geschrei. Mein Vater starb in einer Schlangengrube. Am Ende waren nur modrige Knochen übrig. Doch bei den Göttern, er hatte sich seinen Platz an Odins Tafel verdient. Dein Vater Ragnar ist eine wahre Legende.
Gilbert, was hältst du von alledem? Bist du zufrieden mit unserem Sieg? Ich denke schon. Ich muss so schnell wie möglich über Rodri Bescheid wissen. Was hat er jetzt vor? Er wird die Flammen sehen und wissen, dass Westburg zerstört wurde. Diese Eiterbeule meint, nur ein Drache könnte ihn bezwingen. Das wird sich schon bald zeigen. Wir wollen Frieden, Iva, nicht Rache. Wenn du das nicht gutheißen kannst, geh zurück nach Hirpedun. Du kennst Rodri nicht wie ich, Eivor. Du weißt nicht, was für eine verlogene Ratte er sein kann. Genug Gerede vom Töten. Ich brauche einen Moment Ruhe. Du brauchst Met. Nein, Iva. Richtige Ruhe. Ein Spaziergang im Wald, um durchzuatmen. Oder angeln. Würdet ihr mit mir angeln gehen? Angeln? Willst du deinen Wurm in eine warme Pfütze tunken, ja? In der Nähe gibt es einen kleinen Teich. Kommt ihr mit? Nutzen wir alle den Moment, um unser Blut abzukühlen. Gleich hier drüben. Jawohl. Ich verstehe Angeln nicht. Wo bleibt der Nervenkitzel? Ein Fisch hat keine Chance, mich zu töten. Hier ist eine gute Stelle. Lasst uns Aale angeln. Jolaf liebt Nesselsuppe mit frisch gefangenen Aalen. Ich angle nicht. Macht, was ihr wollt. Da ist eine Angel, oder? Nee. Wie angel ich denn? Habe ich überhaupt eine Angel? Ich nehme mal den Speer. Gut, ja, dann sehen wir uns gleich wieder mit einer Angel. Ja, geangelt. Ja, ich halte mal G gedrückt und Horn benutzen, Fackel, tarnen, Reittier rufen, Angelschnur. Halte Rechtsklick gedrückt, um zu zielen, wirf deine Schnur mit Linksklick aus. Erstmal mache ich so. Da hinten. So, Ziel. Das Wasser sprudelt, so viele Fische sind hier. So, schauen wir mal. Ja.
Die Frage ist jetzt auch, woran sehe ich, dass er angebissen hat, hier in dem Spiel? Eigentlich, ich achte auf ihren Arm. Ich habe jetzt so ein Gefühl, wenn der Arm nach vorne zuckt. Da beißt einer an. Sieh ihn raus. Kommt, ihr kleinen schuppigen Feiglinge. Kontrollieren mit BASD. Okay, so ziehe ich den. Jawohl. Ein ganz normaler Fisch. Ein Aal ist ein ganz normaler Fisch, ja. Der war aber klein. Eigentlich ist ein Aal ja so Schlangenfisch. Jetzt, wenn man zu zweiter steht und angelt, ne? Jetzt mal so ein Tipp. Du stehst hier zu zweit und angelst. Du stehst doch mit Feylüt und bist an Griepen. Ja, angeln heißt Griepen. Ja, denn smietst du den Angelsehen nicht so krüt und was. Ja? Neymolz über krüt smieten. Niemals. Über Kreuz. Niemals. Das ist nämlich ein Problem. Man kann das noch ändern, aber sonst hast du, wenn bei beiden was anbeißt, sind die Angelschnuren über Kreuz und dann ist das so. Du kriegst dann quasi den Fisch nicht mehr richtig raus. Da muss man dann Plätze tauschen. Ne? So, ich guck nochmal. Wo sind Fische? Fische, 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 Fisch. Man weiß es nicht. Ich glaube, da habe ich was gesehen. Huch. Los, Sühnen. Ich mach nochmal so. Ja, letztendlich sehe ich gar keine Fischschwärme mehr. Ich schmeiß die einfach mal irgendwo hin, da. So. Weil wenn du nachher, du hast nachher zwei Angelseen, die auf Spannung sind, wenn du die über Kreuz wirfst. Und das geht gar nicht. Ne? Das geht gar nicht. Da hat schon was geplätschert. Ah, guck mal, und jetzt, zack. Sieh ihn raus. Kommt, ihr kleinen schuppigen Feiglinge. Beißt endlich an. Ja, man muss ihn wohl auch erstmal kontrollieren. Und müde machen. So, jetzt ist er gleich da. Jetzt kann er auch links und rechts gehen. Fast für eine Suppe. Ah, so leicht ist das gar nicht, ein Aal aus dem Wasser zu holen. So leicht ist das nicht, ein Aal aus dem Wasser zu holen. Also, der ist sehr schleimig. Der Aal ist sehr, sehr, sehr schleimig und hat
Huch. Der Aal ist sehr schleimig und ist halt wie eine Schlange. Ja, der kann sich da auch winden und hast du nicht gesehen. Und selbst wenn du ihm den Kopf abhackst oder halt einen Herzstich gibst, selbst dann windet er sich noch. Ja, wie so wild hin und her bewegt er sich. Halt wie eine Schlange, kann sich auch um deinen Arm wickeln und so weiter. Die können richtig dick werden, die Teile. Die gibt es in Lütt, die gibt es aber auch so ein bisschen dicker und größer. Und es ist nicht so leicht, den aus dem Wasser halt zu kriegen und dann noch den Haken abzumachen, den irgendwie umzubringen. Und dann, ja, der kann ja selbst die Muskeln, der kann selbst in der Pfanne, wenn man den dann in die Pfanne schmeißt zum Beispiel, dann kann der Aal da auch wieder rausspringen. Das kann ja mit fast jedem Fisch passieren, aber mit dem Aal sowieso, weil der so viele Muskeln hat, ne? Einmal den ganzen Körper lang hat er Muskeln und dann schmeißt du ihn in die Pfanne und dann bewegen sich die Muskeln irgendwie noch einmal so ordentlich und dann kann das sein, dass er aus der Pfanne springt. Deshalb soll man den auch nicht in das heiße Öl schmeißen, sondern in der Pfanne langsam erwärmen, ne? So. Hier gibt's viele hungrige Fische. Beißt einer an. Sieh ihn raus. Kommt, ihr kleinen schuppigen Feiglinge. Beißt endlich an. Das ist ein kleiner Aal. Das merke ich. Der andere hat sich eben viel mehr gewehrt. Das muss ein kleiner Aal sein. Bischof Jolla wird sich freuen. Los, erzählen wir Iva von unserem Fang. Kleiner Aal. Ein ganz normaler Fisch. Gut, sprechen wir mit Iva. 30 Meter in die Richtung. Horn benutzen. Fackel. Ja, passt schon. Hallo Iva, wir waren angeln. Wir haben Aale gefangen. Die sind alle viel länger als dein Aal. Das hat länger gedauert, als das Dorf zu plündern. Wir haben Aale fürs Essen gefangen. Der Bischof wird sich freuen. Da kommt der Einfallspinsel. Ah. Ein eigenartiger Brauch, um den Sieg zu feiern. Doch andererseits, war nicht auch Simon Petrus ein Fischer? Bischof, sei gegrüßt. Wir haben alles für eine vorzügliche Suppe. Danke, Chaelbert. Doch mein Herz ist schwer. So viel Zerstörung. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Du hättest Chaelbert kämpfen sehen sollen. Er wird ein alter Mann mit Eiern. Rau und furchteinflößend. Ich sollte eher gut und gerecht sein. Doch ich weiß das Kompliment zu schätzen. Ich ließ den Bretonen eine Nachricht zukommen. Ich bete, dass König Rodri offen ist für Frieden, trotz des Mordes an seinem Bruder. Es hat sich doch ausgezahlt. Sieh, wohin es uns gebracht hat. Die Bretonen winseln um Gnade wie wimmernde Welpen. Wir haben ein Dorf niedergebrannt, ja. Aber das garantiert keinen Frieden. Um ihn zu sichern, brauchen wir eine andere Stärke. Zurückhaltung. Unsere nächsten Schritte sind entscheidend. Nach allem, was in Quadfort geschah, ist klar, dass Iva sich bedeckt halten muss. Bedeckt halten? Nach allem, was ich getan habe, soll ich mich verkriechen? Der gute Bischof hat recht, Iva. Dein Herz schlägt für den Krieg, nicht für den Frieden. Leck mich, Wolfsmal. Ich kenne Rodri und die Spielchen, die er spielen wird. Das ist meine Warnung an euch. Wenn du es furzen hörst, ist das mein Willkommensgruß an das Schwein. Du hast seinen Stolz verletzt. Wenn du ein Heilmittel kennst, dann um Odins Willen gib es ihm. Sein Stolz macht ihn schwierig und seine Wut unberechenbar, aber er macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Ich glaube, ich jage ihm ein großes Wildschwein. Dann rösten wir es über dem Feuer und erzählen uns Geschichten vom Krieg. Das wird ihm gefallen. Bischof, wir müssen uns auf Rodris Ankunft vorbereiten. Ruf deine Männer und schlag hier ein Lager auf.
Bald wird über Krieg oder Frieden entschieden. Aber nicht jetzt. Wir müssen warten. Ich hasse warten. Alles liegt in Gottes Hand. Wir können nur beten und für diesen Augenblick der Ruhe dankbar sein. Die Bretonen sind da! Der Augenblick ist vorbei. Hier entlang, bei der großen Eiche! Wo ist Scheolbert? Als zukünftiger Aldermann sollte er bei diesen Gesprächen zugegen sein. Er ging jagen. Ein Wildschwein, sagte er. Das ist schon eine Weile her, oder? Wir können nicht warten. Wir sollten jetzt Frieden schließen. Lady Angarad, sei gegrüßt. Wir kommen, um Frieden zu schließen. Wir freuen uns, das zu hören. Doch wo ist der große König? Er bleibt in der Feste auf mein Geheiß. Ich war in Sorge, er könnte Iva den Meuchler erzürnen. Rodri ist der König der Bretonen. Alle Friedensversprechen müssen aus seinem Mund kommen. Der König und ich sind uns in allen Dingen einig. Als Königin der Bretonen habe ich volle Befugnis, für meinen Mann und unser Volk zu sprechen. Dann, holde Königin, erkennen wir deine volle Autorität an. Vielleicht können wir diesen Krieg also doch noch beilegen. Unsere Völker haben genug gelitten. Und dein Vorschlag lautet? Wir ziehen alle Soldaten hinter die althergebrachten Grenzen unserer Lande zurück. Wir bitten lediglich um einige Tage Zeit, um unsere Habseligkeiten aus der Feste Kausto zu schaffen. Im Gegenzug schwört ihr, alle Feindseligkeiten sofort einzustellen. Diese Bedingungen sind großzügig. Die Waffen ruhen. Sehr wohl. Gelobt sei der Herr für diese schnelle Einigung. Gott sei mit dir und deinem König, Lady Angarad. Nun denn, ihr habt einen guten Krieg geführt. Lasst es nun zu einem dauerhaften Frieden kommen. Ich bin fassungslos, Eivor. Jahre des Blutvergießens wurden im Handumdrehen beendet. Das war ein schwieriger Weg, Bischof. Scheolbert muss die frohe Kunde erfahren. Berichtest du es ihm, wenn du ihn siehst? Ich suche ihn gleich auf. Wow. Ja, die scheint uns entgegenzukommen. Es kann aber auch ein Täuschungsmanöver sein. Aber erstmal muss man vertrauen, ne? Es waren ja auch genügend Zeugen dabei. Ja. Mal schauen, was passiert. Kann sein, dass Iva alles kaputt macht. Wenn Iva jetzt nochmal ausrastet, kann sein, dass dann wieder Krieg ausbricht. Wenn er jetzt die Königin vögelt oder so. Wo verflucht treibt sich Scheolbert nur herum? Irgendwer muss es doch wissen. Hat er einen Zettel da gelassen? Mein Sohn, Bischof. Deolav berichtet mir, dass du auf dem besten Weg bist, ein guter Anführer zu werden. Daran hege ich keinen Zweifel. Bald wirst du alter Mann sein und wenn meine Zeit gekommen ist, sollst du König werden. Dein Vater. Hast du Scheolbert gesehen? Was kümmert es mich, wann der Ätherling kommt und geht? Frag jemand anderen. Ich suche nach Scheolbert. Hast du ihn gesehen? Als ich ihn zuletzt sah, schärfte er Pfeilspitzen. Ja, er wollte doch Wildschweine jagen. Iva, es ist vollbracht. Frieden, ja? Und jetzt scheißen sich alle vor Glück in die Hose. Wenn nicht vor Glück, dann vor Erleichterung. Hast du Scheolbert gesehen? Ich will ihm die frohe Kunde erzählen. Er wollte vorhin mit mir jagen gehen, doch ich war nicht in Stimmung. Hey, Eivor! Hast du Scheolbert gesehen? Mein Bruder hat ihn gesehen. Der ist sternhagelvoll, was? Um den Frieden zu feiern. Hat schon früh angefangen. Wach auf! Hm? Wo ist Scheolbert? Scheolbert? Hat niemand hier Scheolbert gesehen?
Nur Erdränger. Und du wirst warten müssen, bis er ausgenüchtert ist. Ah, schade. Muss ich noch Spottstreite machen? Was denkst du, wie lange es dauert, bis er wieder sprechen kann? Ein paar Stunden sollten reichen, außer du findest einen anderen Weg, ihn aufzuwecken. Irgendwie muss ich den Trunkenbold doch wecken können. Ja, okay, jetzt müssen wir warten, das ist nicht schlimm. Eva, es ist vollbracht. Frieden, ja? Und jetzt? Wenn nicht vor Glück, dann... Er wollte vor... Gut, das hatten wir schon gehört. Der Wachmann wird etwas Zeit brauchen, um auszunüchtern. Ja, die Zeit können wir ihm ja geben, aber die Frage ist, wie lassen wir die Zeit denn weiterlaufen? Steht das in der Quest drin? Können wir jetzt schlafen? Befrage den schlafenden Wachmann. Ivor schließt sich Eva und Chiobet an, um Westbruch niederzubrennen und Ynias Streitmacht anzugreifen. Befrage den schlafenden Wachmann. Ja. Ich kann auch noch mal Spottstreit machen. Wo ist denn hier der nächste Spottstreit? Wo sind wir jetzt gerade überhaupt? Aha, hier hinten am Arsch der Welt. Sozusagen. Aber hier in der Quest steht jetzt nicht, wie man quasi wie im Spiel den Wachmann jetzt auch wirklich schlafen lässt. Vielleicht muss ich einfach später nochmal zu ihm hin. Ich schmeiß ihn mal ins Wasser. Da ist ja so ein Fluss. Ich schmeiß ihn mal hier ins Wasser. Wenn? Vielleicht wird er davon wach. Es hat geklappt, wie geil. Jetzt ist er auch wach. Gut geschlafen? So behandelt man keinen erwachsenen Mann. Meine Güte. Ich suche nach Cheolbert. Dem verweichlichten Sachsen? Dem nächsten Aldermann, ja. Er sagte, er will jagen gehen, um für Eva und die anderen ein Festmahl zu bereiten. Ich weiß, dass er jagen wollte. Aber wo? Bei einer Höhle in der Nähe. Folge dem Fluss, den Berg hinauf. Südlich von hier. Das reicht für den Anfang. Danke. Wow. Ich hätte nicht geklappt, dass das Spiel das jetzt auch unterstützt. Ich hatte schon im Hinterkopf, ja, ich bringe ihn auch gleich wieder zurück. Nicht, dass die Quest abbricht, weil man Scheiße baut. Aber nein, man darf Scheiße bauen. Und das Spiel hat das mitbedacht. Das ist der Hit. So. Aber ist auch ein komischer Wachmann, ne? Ganz ehrlich, wenn er jetzt den ganzen Tag pennt, er kann ja auch nicht helfen, wenn jetzt angegriffen wird. Im Grunde, er ist nicht diensttauglich. Überblicke das Land, Freundin. Wenn er gerade keinen Dienst hat, aber... Hier im Kriegsgebiet, da sollte er nicht besoffen pennen. Den ganzen Tag. Ja, da ist so eine Höhle. Da ist eine große Höhle, da müssen wir rein. Er kann im Kriegsgebiet nicht einfach pennen, das ist der Hammer. Also, da kannst du jederzeit überfallen werden, angegriffen werden und so. You have to keep your fight ability. Deine Kampffähigkeit musst du immer erhalten dann. So, wo ist denn hier jetzt? Sieh mal nach, Sühnen. Hier oben. Na, noch ein... Noch ein kleines Stück weiter, aber wir gehen in die richtige Richtung. Ja, du musst halt immer deine Kampffähigkeit auch erhalten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und da oben.
Was ist das? Ein Wolf. Kannst du einen Baum hochklettern? Nee. Die kann einfach keine Bäume hochklettern. Ich verstehe es nicht. Ich werde niemals verstehen, wieso die keine Bäume hochklettern kann. So, wie zum Henker kommt man jetzt hoch? Da ist so ein Plateau. Da steht auch eine Truhe. Ich sehe aber auch kein Seil. Was ist hier geschehen? Das sieht nicht gut aus. Ich drehe mich gleich um und gucke mir das an. Ne. Es gibt wohl keine Verbindung zu diesem Plateau da oben. Ich weiß es nicht. Oha, ja doch, hier ist eine Blutspur. Ah, das ist ein Wolf. Deshalb kommen wohl andere Wölfe hier auch nicht mehr rein, weil hier ein toter Wolf liegt. Das schreckt die ab. Okay. Ach, ich habe ja den Speer noch an. Ich wollte zur Axt wechseln. Hier. Oha, ey. Das ist ein Wolf. Oha. Ein paar mehr Wölfe sogar. So ein ganzes Rudel. Kaputt. Dreckige Wölfe. Dreckige Wölfe. Gut, hier ist noch was versteckt. Und hier habe ich gerade auch noch was gesehen. Hier ist ein Hinweis. Tierspuren und Blut. Nicht von einem Schwein. Ein Wolf, der etwas durch den Dreck gezogen hat. Theobert. Oha. Bei Freyas Tränen. Theobert, du lebst. Ich... Bleib ruhig. Du bist schwer verletzt. Ein Drache auf dem Griff. Götter. Das bretonische Wappen. Atme weiter, Junge. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bringe dich zu den anderen, um dich zu verabschieden. Ich bringe dich zu den anderen. Ganz vorsichtig.
Schone deine Kräfte. Ja, da kommt man nicht hoch. Schade. Also man kann nur kleinere Erhöhungen überwinden. So kleinere Hindernisse. Ja, die Frage ist, wo ist hier jetzt... Wo kommt man hier jetzt raus? Mit dem Typen auf den Schultern. Ah, man kann hier an der Seite laufen. Aber es bringt nichts. Sie klettert auch leider nicht hoch. Hier springt sie so. Aber da nicht. Ist hier direkt der Ausgang? Nee. Blich ihn einmal ab. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich sehe hier aber auch keinen anderen Ausgang. Hier ist nichts. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ich bin drüben. Wie das geht? Ha, tatsächlich. Ich habe hier Leertaste gedrückt gehalten. Und er ist nicht gesprungen, aber diesmal ist er gesprungen. Das war wohl nur so ein Bug. So, hier geht's durch. Da oben geht's auch lang. Schwupp. Hier ist der Wolf. Da ist noch was zu futtern. Proviant ist auch voll. Zack. Okay, man kann schlittern. Man kann mit ihm schlittern. Ruhig, Gilbert. Wir sind bald unter Freunden. Bert. So. Ich muss sie mal aufs Pferd legen. Hier. Das geht schneller. Einfach atmen, Gilbert. Wir sind gleich da. Jetzt. Her! Über Stock und Stein, über Stock und Stein, wir werden auch bald zu Hause sein. Es geht über den Bach. Guten Tag, das ist der Bach. Da vorne ist schon das... Ich brauche Hilfe! Lager. Iva! Oh. Was ist geschehen?
Nein! Du törichter Junge, was hast du getan? Ich habe ihn tief in einer Höhle gefunden, von Wölfen umringt. Eva... Ruhig, Bursche. Ganz ruhig. Eva... Gib mir eine Axt, und zwar sofort! Eva... Er ist tot. Eine Axt! Sein Gott wird ihn zu sich nehmen. Auch ohne Axt. Dann geh du zu deinem Gott, Junge. Und ich singe für dich in Valhall. Das war kein Wolf. Sag mir, was geschehen ist. Wie töricht von uns. Ein Äteling wurde uns zu Kriegszeiten anvertraut. Wir haben ihn nicht beschützt. Ich brachte ihn bei, sich selbst zu schützen. Nicht gut genug. Das hier steckt in seiner Brust. Ein bretonischer Dolch. Rodri! Aber warum? Du hast deinen Bruder ermordet. Dachtest du, er würde es dabei belassen? Ich hab dir gesagt, wie hinterhältig er ist. Frieden war nie sein Ziel. Er will Blut für Blut. Bischof Djorlaf, hier drüben. Die Mauern seiner Feste vermögen ihn nicht zu schützen. Ich treibe ihm diesen Dolch in die Lunge. Dann müssen wir uns beeilen. Zuschlagen, ehe Rodri mit dieser Heimtücke davonkommt. Diesmal keine Gnade, Wolfsmal. Diesen Dunghaufen Leofried hast du verschont. Rodri kommt nicht davon. Das schwöre ich. Gütiger Gott, was ist geschehen? Scheolbert! Ermordet. Möge der Herr, der dich von der Sünde befreit, dich retten und zu sich nehmen. Schick die Leiche zu seinem Vater. Er wird ihn christlich bestatten wollen. Königin Angarad sagte, Rodri hätte sich in der Feste Kaustow verschanzt. Entweder eine Lüge oder ein Versehen. Wir sollten es herausfinden. Wir können unweit der Feste ein Lager aufschlagen und sie gemeinsam auskundschaften. Ein guter Plan. Wir gehen sofort. Gut. Und denk dran, Rodri gehört mir. Was, wenn die Nonne die Beule absichtlich dort platziert haben? Vielleicht ist sie Teil meines Schiffes. Königstöter. Ich glaube, das war Eva. Ich glaube, dass da Eva. Ihr Männer, aufsitzen und mir nach. Wir haben noch viel vor. So denn. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte wissen müssen, dass er sich den Schwächsten von uns holt. Mit dem Mord an Rodris Bruder hast du eine blutige Wunde aufgerissen. Alles, was sich lohnt, kostet seinen Preis in Blut. In Quadford sagtest du, Rodri habe dir die Narbe im Gesicht verpasst. Ist das eine erzählenswerte Geschichte? Erzählenswert vielleicht, erinnernswert auf jeden Fall. Vor Jahren war ich auf dem Rückweg von der westlichen Insel. Oh, die hatten vielleicht Krieger. Die haben mich ziemlich verdroschen. Ich war mürrisch. Ich wollte nur etwas Blut und Silber, mehr nicht. Und so segelte ich mit meinen Drängier die Küste von Kemry entlang und sah eine gute Anlegestelle in dichtem Nebel. Wir zogen die Schiffe an Land und hörten gleich einen Schrei von einem Hügel herab. Die verfluchten Bretonen. Der Nebel lichtete sich und da standen sie in einer Reihe. Der breiteste von ihnen rief: Ich bin Rodri, König dieser Lande. Das geht mir am Arsch vorbei, rief ich zurück. Ich nickte meinen Männern zu und wir stürmten mit unseren Äxten auf sie zu, ehe sie Luft holen konnten. Wir waren in der Überzahl, doch die Bretonen sind gerissen. Es war Marschland. Der Sumpf hielt unsere Stiefel fest und hinderte uns am Fortkommen. Rodri metzelte einen nach dem anderen nieder. Als er zu mir kam, hielt er mir die Klinge an den Kopf und verpasste mir nur diesen Kratzer. Er sagte: Verlasse dieses Land und warne deine Leute.
Erzähle allen, dass dieser Schnitt von König Rodri stammt. Leck mich, sagte ich. Rodri lachte und ließ mich gehen. Eine gute Geschichte, Ivar. Sohn von Ragnar, Königstöter, Eroberer von Englerland und der westlichen Insel. Deine Saga reicht für 10 Krieger. Das ist wahr. Die verschwitzte Schlange sitzt hinter dieser Mauer. Nur ein Drache kann ihn bezwingen. Am Arsch. Der wird noch einen kennenlernen. Gib deinen Leuten Bescheid. Wir können hier lagern und einen Überraschungsangriff aushecken. Ivars Männer verlieren keine Zeit. Sie sind versessen darauf, Rache zu nehmen. Oh, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Ich glaube, Ivar täuscht uns. Ich traue ihm nicht. Er muss doch nur einen Britonier töten, ihm den Dolch wegnehmen. Und gut. Eivor, ich habe Lust, mich an den Bretonen zu rächen. Ich lasse mich sicher nicht zurückfallen, um die Leichen zu fleddern. Diesmal nicht. Seit du mich aus diesem Käfig befreit hast, will ich mich an den Bretonen rächen. Die Zeit ist reif. Du hast mich befreit. Ich werde dich nicht enttäuschen. Jawohl. Alles die Leute, die wir befreit haben, die hier rumstehen. Das heißt, wir haben dadurch etwa eine größere Kampfkraft. Ich bin bereit. Was in Lokis Namen hast du da gemacht? Ein Drachen beschworen, der mir hilft, Rodri zu erlegen. Was sagst du, Wolfsmal? Bist du bereit für den Krieg? Trommel alle zusammen, Ivar. Es geht los. Ein guter Tag zum Sterben. Das Tor scheint gut verteidigt zu sein. Meine Männer beladen einen Karren mit Kesseln voller Öl. Wir brennen uns durch dieses beschissene Tor. Zeig dich! Ich bin hier, knochenloser Ragnarsson. Warum kommt ihr mit einem Heer, wo wir gerade Frieden geschlossen haben? Verhöhne uns nicht, du Hurensohn. Du hast diesen Frieden mit Blut entehrt, als du Ceolbert ermordet hast. Rede so viel Unsinn, wie du willst. Wenn ihr Krieg wollt, gut. Unsere Verteidigung steht. Sieh in mein Gesicht, König Krähenfutter. Hier ist der Drache, der dich verschlingen wird. Ich sehe einen verbrauchten alten Mann, der Schlange spielt. Genug geredet, Ivar. Bringt den Ölkarren und entzündet die Feuer. Wenn ich mit Rodri fertig bin, reiße ich ihm das Fett von den Schenkeln, um unser Brot zu braten. Ja. Feste Kausto. Oder Kausto. Das W spricht man ja nicht mit. Feste Kausto. Wunderbar. Er sagt, heute ist ein guter Tag zum Sterben. Den Karren, Leute! Los! Nerven wir die Raben! Bring den Wagen ans Tor! Entdeckung! Ich pünche die Festungsmauern mit Rodris Blut! Sie schießen mit Pfeilen! Heute ist ein guter Tag zum Sterben. So macht das Leben keinen Sinn. Die Götter wollen mir den Spaß verderben. Man gönnt uns keinen Lustgewinn. Schilde! So, ich habe ja gar kein Schild. Egal, schieb den Kahn. Los, Männer. Rollt das Ding zum Tor.
So. Zurück! Ich entzünde ihn! Irgendwie. Ach so. Boah, weg hier. Cool, das Tor ist auf. Boah, hier sind überall Pilze. So, Ölkrüge anzünden. Naja, die stehen da. Was will er denn von uns hier eigentlich? Gott, verleih mir Stärke. Wir sammeln Krüge und stellen sie vors Tor. Wir haben überhaupt nichts anderes vor. Ich stell die Krüge doch nur vors Tor. Was anderes habe ich überhaupt nicht vor. Wir sind doch kein Schlitzohr. Ich stell die Krüge ganz dicht vor das Tor. Hopp. Was anderes habe ich überhaupt nicht vor. Was anderes habe ich nicht im Sinn, weil ich kein Schlitzohr bin. Die Frage ist auch, wie viele man braucht, ne? Ich weiß es nicht. Ich stelle mal ganz viele hin. Das sind jetzt schon so ein paar. Ich glaube, das reicht. So, ich glaube, das reicht. Ja. Feuer, Feuer, Feuer. Boah. Wuss. Gleich fließt Blut. Gleich fließt Blut. Gott, verleih mir Stärke. Ich fühle mich schon stärker. Ich fühle mich schon stärker, sagt sie. Da ist so ein Drache. Bindeglieder der Zugbrücke abschließen.
abschießen. Wo ist denn hier die Zuchtbrücke? Da ist die Zuchtbrücke. Oha. Ein Pfeilhagel. Eins. Ja, die ist offen. Tada. Der Bergfried. Hier entlang. Er versteckt sich hinter dieser Tür. Mir. Lass es ein. Boah. Leute. Ivar hat den schön zerhackt. Hey, komm mal kurz her. Da ist noch ein Buch des Wissens. Ivar, der Knochenlose. Du gibst deinen jämmerlichen Drachen ab. Die morsche Eiche ist gefällt. Er ist nicht tot. Nein, ich habe noch etwas vor. Ein Spektakel, schon vergessen? Du hast gewonnen, Ivar. Und wenn du ihn jetzt nicht tötest, lass ihn gehen. Diese Demütigung wird ihn bis an sein Ende begleiten. Oh nein, das wird gut. Ich habe etwas ganz Besonderes im Sinn. Einen Ort und eine Methode. Komm! Gut, bringen wir das hinter uns. Schmeiß den Schmalzbrocken auf dein Pferd und wir reiten los. Sieh zu, dass er nicht stirbt. Eivor, vergiss nicht den cooler Kampf. Ein cooler Kampf. Aber ich muss sagen, dieser König Rodri, der sieht ein bisschen aus wie Gronkh. So von den Augen her. Wo reiten wir hin? Beim Kundschaften habe ich eine Aussicht gefunden, die eines Königs Todes würdig ist. Es braucht kein Spektakel, Ivar. Lass den Mann würdevoll sterben. Würdevoll? Nein, nein, nein. Sein Tod soll ein Schauspiel sein. Hat er kein Pferd? Doch, da. So, komm. Aufs Pferd. Wie geht es dem lieben König? Bleib bloß bei uns. Du darfst nicht verpassen, was dir bevorsteht.
Hey, ist Loki in dich gefahren? König Äler, König Osbrecht, König Edmund und jetzt töte ich König Rodri. Wer kann sonst eine solche Siegessträhne verzeichnen? Töte mich einfach. Ich werde mich in diese Fehde nicht einmischen. Diese Aussicht kommt Valhall gleich. Ist er noch am Leben? Kaum. Rodri, hörst du mich? Jahrelang trug ich diese Narbe mit Scham. Von einem Bretonen verletzt und dann verschont. Ich versuchte sie zu verstecken mit einem Bart, einem Rock. Doch als dein Ruhm wuchs, wuchs auch mein Stolz. Ein König gab mir diese Narbe. Was sagst du dazu, Rodri? Hä? Sprich, du stinkender Bottich ranzigen Talgs. Ihn her. Wo sind wir hier, ey? Spitze und halt ihn am Leben. Bring es zu Ende, Iva. Oh. Hier, eine hungrige Klinge. Jetzt kommt der Drache und bereitet sich sein liebstes Mahl zu. Den Blutar. Iva, wird das... Die Geburt eines Blutars ist ein ehrwürdiger Anblick, mein Freund. Erst schneide ich dich entlang der Wirbelsäule auf. Nein. Ekelhaft. Das ist ein Nordmann. Mit dem Geist der Alten. Der Blutar bedeutet Iva überhaupt nichts. Er tut das nur, weil er andere gerne leiden sieht. Jetzt ziehe ich das Fleisch ab. Jeder Brauch überdauert seine wahre Bedeutung. Bald weiß niemand mehr, warum dieser Mann starb. Aber wie er starb, ist ein Lied für die Ewigkeit. Zeit verwischt die Grenze zwischen Gut und Böse. Aber Ruhm ist unvergänglich. In dieser Tat liegt nichts Ruhmreiches. Das Leben ist nicht schön. Es ist ein blutiger Kampf. Die Lunge tritt hervor und wir breiten sie aus wie Flügel. Ganz Mercia kann ihn jetzt sehen. Ich habe genug davon. Wir sind noch nicht fertig. Diese Saga, die wir zusammen geschrieben haben, braucht ein Ende. Hier und jetzt. Es ist vorbei, Iva. Ich bin fertig mit diesem Ort. Ein Kampf auf den Tod. Nur du und ich. Wenn ich gewinne, bin ich der größte Wikinger, der je gelebt hat. Wenn nicht, hast du eine große Geschichte zu erzählen. Du bist schlachttrunken, Iva. Leb wohl. Armer Cheolbert. Er hat kaum etwas gesagt. Wann? Ich stieß ihm den Drachendolch ins Herz.
Nein. Nur ein kurzes, leises Wimmern. Dann nichts mehr. Du krankes Stück Scheiße! Was ein Mann nicht alles tun muss. Man muss Prüfungen bestehen, Freunde verraten, nur um sein Schicksal zu erfüllen. Um immer wieder der Königstöter zu sein. Verräter! Cheolbert war... Wie ein Sohn für mich, ja, ja! Also kämpfe, Wolfsmal, bis zum glorreichen Tod! Was für ein Leben, Eivor! Ah, okay, jetzt kämpfe gegen ihn. Hoch über der Welt! Valhall, warte! Aha, okay. Er hat Tricks drauf. Ah. Pass auf! Du kennst mich, Eivor. Du standest sogar hinter mir, als ich Rodris Bruder erschlug. Alte Seereflaute. Kein Göttermahl, kein Tor, kein Feuer, kein Fest. Warte einen Moment, Eivor. Ich muss dich etwas fragen. Na dann los, wenn du dich so sehr nach dem Tod sehnst. What? Ich denke, er wollte was fragen. Body Slam. Mein langer Weg endet. Die Valkyria kommt. Meine Axt, Eivor. Gib mir meine Waffe. Ne, ich will. Nö, der Typ kommt in die Hölle. Eivor, gib sie her. Nach Helheim mit dir. Eivor. Bringt seine Überreste nach Quadfort. Wir verabschieden ihn dort.
und schickt einen Boten zu Ober. Sagt ihm, dass sein Bruder tot ist.